Bonjour à tous et à toutes ce soir. Pour ce qui est le dernier jeudi de l'année académique 2020-2021, à l'IHA, ou disons transmis par l'IHA, et vous êtes donc particulièrement bienvenus. C'est un jeudi dont on espérait pouvoir le faire en présentiel avec vous. Moi qui étais toujours optimiste, j'ai failli gagner parce qu'on est là, je pense aujourd'hui c'est le premier jour quand on peut enlever le masque dehors, en tout cas à Paris en France. Donc c'est évident que les champs, la situation est en train de changer, mais c'est aussi évident que c'était trop tôt pour vous réunir tous et toutes physiquement à l'Institut historique allemand. Mais comme nous avons vu dans ces derniers mois, ce genre d'échange fonctionne très bien aussi de façon virtuelle, notamment grâce aussi à nos interprètes, Gabriel Levenemar et Edgar Weiser, que je remercie déjà maintenant, en vous signalant encore une fois que si vous voulez utiliser la traduction simultanée, il suffit de utiliser le bouton pour la traduction que vous trouvez en bas. Mais c'est évidemment surtout pour dire bonjour, pour saluer Angelika Scherzer qui est avec nous ce soir et Valentine Zuber qui va faire le commentaire que nous accueillons ici pour cette discussion qui sera très stimulante autour d'un sujet très vaste dans le titre. Vous verrez que ce sera un peu plus concentré, évidemment, pour des raisons de temps dans la conférence. Mais je ne vais pas révéler plus que ça et passer la parole à Jürgen Finger, qui assume la modération et dont je remercie. Je vous souhaite, je nous souhaite une soirée stimulante et agréable. Merci Thomas et bonjour, plutôt bonsoir à tous et à toutes. C'est un grand plaisir que j'ai le droit d'assurer la modération de cette présentation, de ce commentaire et de cette discussion du dernier jeudi de cette année académique. Donc, je vais brièvement vous présenter les deux intervenantes. Je commencerai avec Angelika Schaase, qui est professeure des universités à l'Université de Hambourg depuis 2001. Avant cela, elle a fait ses études à Munich pour son doctorat. Elle a changé à la Freie Universität à Berlin, où elle restait en poste pour écrire son habilitation qu'elle a reçue en 1999. Moment depuis lequel son parcours l'a très vite menée dans la ville libre et hanséatique de Hambourg. D'une certaine manière, Madame Schaase revient ce soir un peu au moins au sujet et à la région qui l'ont déjà occupée pendant les années de son doctorat. Sa thèse, publiée en 1989, portait sur les réformes joséphiniennes et le changement social en Transylvanie. Joséphinische Reformen und sozialer Wandel in Siebenbürgen. C'est d'une certaine manière le prologue peut-être de la présentation d'aujourd'hui. Elle s'est intéressée notamment au Konzivilitätsrescript, je ne vais même pas essayer de traduire le mot, un décret qui donnait aux membres des nations non allemandes en Transylvanie plus de droits, notamment le droit à la propriété foncière avec lequel vont également d'autres droits. C'est un sujet de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, évidemment. Aujourd'hui, Angelika Schaase nous mène à nouveau dans la Transylvanie, mais celle du XIXe et premier XXe siècle. Le deuxième grand domaine de recherche dans la biographie académique de Madame Schaase, c'est l'histoire des femmes et des féminismes, des biographies et autobiographies, sujet sur lequel elle a beaucoup publié, à commencer notamment avec son habilitation qui est parue en 1999. Il s'agit d'une biographie double sur deux grandes figures du premier mouvement des femmes allemandes, Helene Lange et Gertrud Bäume, deux femmes issues de la bourgeoisie allemande, enseignantes, en couple et, dans la Weimar République, deux des premières femmes politiques à part entière. En allemand, on dirait des Berufspolitikerinnen.
Chaser présente dans son livre cette politische Lebensgemeinschaft, cette communauté de vie, c'est le sous-titre du livre. Je pourrais enchaîner d'autres monographies, volumes édités et articles, mais je me limite à un livre qui montre son intérêt pour l'histoire de notre profession, pour l'histoire de l'historiographie. En 2015, Angelika Chaser a publié un petit volume dans lequel elle nous présente le Arbeitskreis Historische Frauen- und Geschlechterforschung, l'un des plus importants, le plus important réseau de chercheuses et chercheurs en histoire du genre et histoire des femmes en Allemagne, fondé en 1990. Et elle présente cet Arbeitskreis dans ce petit livre sous l'angle de la professionnalisation de la discipline et en vue du fonctionnement de ce réseau. Je souhaite également la bienvenue à Valentine Zuber, qui est directrice de recherche dans la section des sciences religieuses à l'École pratique des hautes études. Avec sa spécialisation sur l'histoire de la tolérance religieuse et des relations Église-État, dans la relation Église-État dans la politique nationale, mais également dans les relations internationales, avec ses spécialisations et ses intérêts de recherche, elle est d'une certaine manière complémentaire aujourd'hui en tant que commentaire aux intérêts de Madame Chaser. C'est d'autant plus vrai pour la conférence de ce soir, comme la question des minorités se pose évidemment, entre autres, pour les minorités nationales et ethniques, mais également religieuses. Les intérêts académiques de Madame Zuber traversent également les siècles de l'histoire moderne au XXe et XXIe siècle. Son parcours l'a mené des universités Paris 4 et Paris 1 à la EPHE, où elle a fait son doctorat, soutenu en 1997, avec un mémoire sur les conflits de tolérance au XIXe et XXe siècle. Le livre qui est issu de cette thèse est paru en 2004 et Madame Zuber étudie l'établissement d'un discours scientifique autour de Michel Servet et comment dire, la migration des imaginaires qui se créent autour de ce médecin et théologien du XVIe siècle, donc on est dans l'histoire moderne, pendant le XIXe et XXe siècle. Donc, c'est une histoire des mémoires sur Monsieur Servet, sur Michel Servet. Son habilitation à diriger des recherches sur le sujet liberté-laïcité en 2013 a abouti à un grand nombre de publications sur la question de la laïcité en France et dans le monde, sujet pour lequel Valentine Zuber est une spécialiste reconnue et très prisée dans le monde académique et au-delà. Au lieu de citer ses nombreuses distinctions et fonctions dans l'encadrement de la recherche, j'aimerais juste mentionner deux monographies qui nous mènent droit au sujet de cette soirée. En 2014, est paru chez Gallimard « Le culte des droits de l'homme » et en 2017, chez Labo et Fides, un livre sur l'origine religieuse des droits de l'homme, « Le christianisme face aux libertés modernes ». Donc avec les droits de l'homme, nous sommes déjà au sujet de notre soirée et, maintenant, c'est un plaisir pour moi de donner la parole à Madame Angelika Chaser. Ja, vielen Dank für diese freundliche Begrüßung und Vorstellung. Vielen Dank auch an alle, die das hier organisiert haben, die übersetzen. Vielen Dank auch im Voraus schon an Frau Zuber, die den Kommentar übernehmen wird. Die Idee, Menschenrechte stünden allen Menschen gleichermaßen zu, stellt ein bis heute unerfülltes Versprechen dar. Es handelt sich bei den Menschenrechten um ein individualistisches Konzept, das, so wird vielfach gesagt, seit mehr als zwei Jahrhunderten zur Identität der Europäer gehört. Die Revolutionen des 18. Jahrhunderts gelten als Initialzündung, wobei immer wieder auf verschiedene philosophische und religiöse Wurzeln verwiesen wird, die dabei unterschiedlich gewichtet werden. Der optimistisch prognostizierte weltweite Siegeszug der Menschenrechte bleibt jedoch durch Rückschläge und Widerstände gekennzeichnet.
fragt man konkret danach, welche Rechte wo und wann durchgesetzt wurden, fallen die ambivalenten Folgen ins Auge. Schon in den USA und in Frankreich, die gerne an den Anfang einer Geschichte der Menschenrechte gestellt werden, wurden von Beginn an Menschen von den Menschenrechten ausgeschlossen. Dies wird besonders an dem Spannungsverhältnis zwischen Individual- und Gruppenrechten deutlich, das keine Rolle spielte, als in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 1789 diese universell verstandenen Rechte im Rahmen der nicht näher definierten französischen Nation garantiert wurden. Kollektivrechte wurden seit dem Ende des 18. Jahrhunderts von verschiedenen Bevölkerungsgruppen eingefordert, die Diskriminierung, Unterdrückung oder forcierten Assimilierungsdruck durch die Mehrheitsgesellschaft fürchteten. Diese Forderungen kollidierten im 19. Jahrhundert mit den Bestrebungen der Nationalstaaten nach einer homogenen Bevölkerung, von der hohe Loyalität erwartet wurde. Minderheitenrechte wurden verweigert, um damit gefürchtete separatistische Tendenzen zu unterbinden. Besonders virulent wurde dieses Spannungsverhältnis nach dem Ersten Weltkrieg, als in Europa Staatsgrenzen umfassend verändert wurden und neue Minderheiten durch Grenzänderungen, durch Herrschaftswechsel, durch Migrationsbewegungen, durch die Umsiedlung oder auch die Ansiedlung neuer Bevölkerungsgruppen entstanden. Die Siegermächte, die sich als zivilisierte Staaten begriffen, erlegten damals den neu geschaffenen bzw. vergrößerten Staaten Polen, dem serbisch-kroatisch-slowenischen Staat, der Tschechoslowakei, Rumänien und Griechenland Minderheitenschutzregelungen auf. Diese sollten den Minderheitenangehörigen angemessene Möglichkeiten zur Wahrung der minoritären Identität gewähren. Dabei konnten die Siegermächte mit dem Interesse einer internationalen Öffentlichkeit rechnen. Lynn Hunt, die die Menschenrechte als eine Erfindung des 18. Jahrhunderts interpretiert, postuliert, dass im 18. Jahrhundert ein neues Gefühlsleben entstand. Dieses zeichnete sich durch eine wachsende Anteilnahme am Leid anderer Menschen aus. Die Unabhängigkeitserklärung von 1776 und die Menschenrechtserklärung von 1789, die dieses neue Gefühlsregime in Rechte verwandelten, entfalteten laut Hunt eine universal menschheitliche Moral, die immer weiteren Gruppen die Möglichkeit eröffnete, Rechte einzufordern. Hunt schlussfolgert, dass trotz aller gegenläufigen Tendenzen wie Rassismus, Nationalismus und Kolonialismus dieses Versprechen niemals in Vergessenheit geraten wird. Gerade dieses neue Gefühlsregime bildete neben den außenpolitischen Zielsetzungen der Großmächte und den Zielen der rumänischen Nationalbewegung den Kontext, in dem der rumänische Nationalstaat im 19. Jahrhundert entstand. In diesem Vortrag will ich zunächst skizzieren, wie die Menschenrechte nach Siebenbürgen kamen, wobei ich mich auf den Artikel 1 der Menschen- und Bürgerrechtserklärung von 1789 konzentrieren werde. Danach wird der Stellenwert von Freiheit und Gleichheit im Nationalstaat Rumänien als Exportartikel zivilisierter Staaten thematisiert. Das ist der dritte Punkt. Anschließend will ich zeigen,
wie die Großmächte versuchten, Menschenrechte in Rumänien zu garantieren. Und am Schluss will ich danach fragen, unter welchen Voraussetzungen Menschenrechte umfassend gesichert werden könnten. Zum ersten Punkt. Die Erfindung einer siebenbürgischen Nation durch Joseph II. Siebenbürgen, das von 1688 bis 1918 zum Habsburgerreich gehörte, kam mit der Idee der Menschenrechte durch die josephinischen Reformen in Berührung, mit denen Joseph II. 1780 bis 1790 das Land modernisieren wollte. Joseph II. Hob in diesen Jahren die ständische Landesverfassung auf. Er erließ Gesetze zur Sicherung der religiösen Freiheit, zur Bauernbefreiung, zur Judenemanzipation und zur Gleichstellung der Landesbewohner. Gegen diese Neuerungen setzten sich die ungarischen, seglerischen und sächsischen Stände, die das Land regierten, vehement zu Wehr. Die Rumänen, die damals Walachen genannt wurden, dagegen, die den größten Teil der leibeigenen Bauern stellten und von denen die meisten der lediglich tolerierten griechisch-orthodoxen Kirche angehörten, bejubelten Joseph II. Als den ersehnten Befreier. Stellte er ihnen, die damals bereits etwa 60% der Bevölkerung stellten, doch die Befreiung aus der Leibeigenschaft und die gleichberechtigte Partizipation in einer projektierten siebenbürgischen Nation in Aussicht. Auch wenn Joseph II. Noch vor seinem Tod 1790 die meisten Maßnahmen zurücknehmen musste, wurde die Aussicht auf Freiheit und Gleichheit in diesem Teil der Habsburger Monarchie mit seinem Namen verbunden. Kurz danach formulierte die schmale rumänische Elite Siebenbürgens, die durch die Rekatholisierungsbestrebungen der Habsburger die römischen Wurzeln ihres Volkes entdeckt hatte, ihre Forderungen im Supplex Libellus Valachorum. Die Rumänen argumentierten hier zukunftsorientiert auf ihre Gleichstellung als älteste Bevölkerungsgruppe mit den ständischen Nationen und forderten eine ihrem Bevölkerungsanteil entsprechende angemessene Vertretung im öffentlichen Leben des Landes. Diese siebenbürgische Nation wurde jedoch nie verwirklicht. Die Rumänen Siebenbürgens spielten dagegen eine entscheidende Rolle bei der Erweckung des rumänischen Nationalismus. Der rumänische Nationalismus entwickelte sich von Beginn an als ein grenzüberschreitendes Projekt, das rumänisch sprechende Bewohner der Moldau, der Walachei und Siebenbürgens zusammenführte. In der Europäischen Revolution von 1848 kam es auch in diesen Gebieten zur Forderung nach einer Verfassung und Bürgerrechten, wobei die demokratischen Bewegungen durch die anwachsenden Konflikte der nationalen Bewegungen überlagert wurden. Wenig später führte die Eingliederung Siebenbürgens in das ungarische Herrschaftsgebiet durch den sogenannten österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867, der damals den Ungarn die Vorherrschaft in der östlichen Hälfte des Habsburgerreiches sicherte, zu einer Verschärfung der Nationalitätenkonflikte. Die einsetzenden Magyarisierungsmaßnahmen diskriminierten die nicht-ungarischen Bevölkerungsgruppen. Dagegen mobilisierten die Deutschen als ehemals privilegierte sächsische Nation, die Rumänen und die Juden, die internationale Öffentlichkeit, die sie auf ihre schwierige Lage aufmerksam zu machen suchten. Damit komme ich zum zweiten Punkt. Menschenrechte als Exportartikel zivilisierter Staaten in Rumänien.
Nach der Vereinigung der Fürstentümer Moldau und Walachei 1859 und 1861 und der Installierung des Hohenzollerns Karol I. als König Rumäniens wurde Rumänien zwar aus dem osmanischen Herrschaftsgebiet herausgelöst, erlangte aber erst unter Auflagen 1878 die volle Souveränität in der Berliner Kongressakte. Der Berliner Kongress bildete dabei ein wichtiges Bindeglied in den internationalen Entwicklungen und in der Geschichte der Menschenrechte von der Französischen Revolution bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Rumänien wurde 1878 drastisch demonstriert, dass es ein Nationalstaat niedrigeren Ranges war, der von den sogenannten zivilisierten Staaten überwacht werden musste. Die Rumänen nahmen nicht als gleichberechtigte Partner an der Konferenz teil. Zwei rumänische Minister wurden lediglich in der Sitzung am 1. Juli 1878 zur Anhörung eingeladen. Vorab wurden sie von Bismarck eingeschüchtert, dass ihnen das Wort entzogen werden würde, wenn sie sich nicht diplomatisch verhielten. Die Voraussetzung für die Anerkennung der rumänischen Souveränität bildete der Artikel 44 des Berliner Vertrags, der von dem Deutschen Reich, der Habsburgermonarchie, Frankreich, Großbritannien, Italien, Russland und dem Osmanischen Reich unterzeichnet wurde. In diesem Artikel wurden allen Angehörigen des rumänischen Staates ohne Unterschied ihres Glaubens die bürgerlichen und politischen Rechte sowie die Religionsfreiheit gewährt. Gemünzt war dieser Artikel vor allem auf die Juden, denen in der Verfassung von 1866 in Rumänien die Naturalisation verwehrt blieb, da diese eben nur Christen gewährt wurde. Der Jurist Johann Kaspar Bluntschli hatte damals in einem Gutachten für die Anglo-Jewish Association festgestellt, dass die Juden Rumäniens nur als rumänische Staatsbürger betrachtet werden könnten, da sie von dort stammten, dort wohnten und in keiner Verbindung zu anderen Staaten stünden. Und er führte weiter aus, die Verweigerung der Naturalisation sei zwar außerhalb der Grenzen der Zivilisation akzeptabel, ihr sollte aber der Einzug in Europa verwehrt bleiben. Während die multinationalen Imperien wie das Osmanische Reich und die Habsburger Monarchie Minderheiten in gewissen Grenzen tolerierten, versuchten die neu geschaffenen Nationalstaaten, Minderheiten zur Assimilation zu zwingen oder sie durch Vertreibung und Unterdrückung zu eliminieren. In der Praxis wurden die Freiheits- und Gleichheitsrechte den drei größten Minderheiten in Rumänien verwehrt. Während die Ungarn in dieser Situation aus Ungarn und die Sachsen aus Deutschland unterstützt wurden, stellten die Juden eine extraterritoriale Minderheit par excellence dar. Von der ersten Verfassung Rumäniens 1866 über den Berliner Kongress, den Pariser Vertrag vom 9. Dezember 1919 und den Verfassungen Rumäniens von 1923 und 1938 zeigte sich, dass der wachsende Nationalismus Mehrheitsgesellschaft und Minderheiten neu konturierte. Gleichzeitig übten die Großmächte Druck auf den neuen Nationalstaat aus, Freiheits- und Gleichheitsrechte allen Bewohnern des Landes zu garantieren. So verband sich in Rumänien von Anfang an die Debatte um die Menschenrechte mit dem Protest gegen die Einmischung fremder Staaten in innere Angelegenheiten. Die Minderheiten, die sich von der Mehrheitsgesellschaft in religiöser, ethnischer oder sprachlicher Hinsicht unterschieden, verlangten innerhalb des rumänischen Nationalstaates das Recht auf Schutz
ihrer ethnischen, religiösen und kulturellen Distinktionen. Die rumänischen Verfassungen des 19. und 20. Jahrhunderts zeigten jedoch deutlich, dass in erster Linie die Existenz des Nationalstaates und erst danach Menschen- und Bürgerrechte gewährleistet werden sollten. Die Verfassungen setzten den Erhalt bzw. die Arrondierung des nationalen Staates an die erste Stelle und versuchten Rumänien vor dem Zugriff der Großmächte und Nachbarstaaten zu schützen. In der ersten Verfassung von 1866 hieß es im ersten Artikel, ich zitiere, die vereinigten rumänischen Fürstentümer bilden ein einziges, unteilbares Reich unter der Bezeichnung Rumänien. Im zweiten Artikel wurde festgehalten, dass das Gebiet unveräußerlich sei und die Grenzen nur Kraft eines Gesetzes geändert werden könnten. Und im dritten Artikel wurde festgelegt, dass das Gebiet Rumäniens nicht mit der Bevölkerung fremden Staates kolonialisiert werden könne. Zitat Ende. Erst im zweiten Teil der Verfassung wurde den Rumänen Freiheits- und Gleichheitsrechte garantiert, aber bereits im siebten Artikel wurde ausgeführt, dass eben nur christliche Ausländer die Naturalisation erlangen konnten. Die Hoffnung der Juden nach dem russisch-osmanischen Krieg von 1878 als Staatsbürger anerkannt zu werden, erfüllte sich nicht. 1879 wurden zwar 888 Juden, die im Krieg mitgekämpft hatten, naturalisiert. Aber in den folgenden Jahren bis 1900 sollten nur mehr 85 der knapp 270.000 Juden die rumänische Staatsbürgerschaft erhalten. Wie Julia Onak treffend formulierte, stellten die Jahre 1866 bis 1919 in Rumänien, ich zitiere, eine Zeit des staatlich institutionalisierten Antisemitismus dar. Ich komme damit zum dritten Punkt, die Garantie der Menschenrechte durch die Großmächte nach 1918. Siebenbürgen wurde bekanntlich 1918 Rumänien zugeschlagen, das damals auf Kosten Österreichs, Ungarns und Russlands sein Territorium um mehr als das Doppelte vergrößern konnte, wobei sich die Bevölkerung von 8 auf 16 Millionen Bewohner verdoppelte. Knapp ein Drittel der Bevölkerung in den neu erworbenen Gebieten waren nicht Rumänen. Bei der Volkszählung im Jahr 1930 wurden in ganz Rumänien die Ungarn mit 7,9, die Juden mit 4,0 und die Deutschen mit 4,1 als die größten Minderheiten gezählt. Und als im Dezember 1918 auf der rumänischen Nationalversammlung in Karlsburg die Rumänen Siebenbürgens damals den Anschluss an das Königreich Rumänien beschlossen, wurde den Minderheiten feierlich nationale Freiheit, der freie Gebrauch der Muttersprache im Unterrichtswesen, in der Verwaltung und in der Justiz, die proportionale Vertretung im Parlament und in der Regierung, die Gewährleistung gleicher Rechte und kulturelle, konfessionelle und politische Autonomie sowie bedingungslose Presse- und Versammlungsfreiheit versprochen. Ein Teil dieser Rechte wurde Rumänien von den Großmächten im Pariser Vertrag 1919 in Form von Minderheitenschutzbestimmungen auferlegt. Die Großmächte forderten die Gleichbehandlung aller Staatsbürger und die Einbürgerung aller auf dem rumänischen Territorium wohnenden staatenlosen Juden und behielten sich dabei das Recht vor, jederzeit in Rumänien eingreifen zu können, um die Interessen der Einwohner zu schützen, die sich durch Rasse, Sprache oder Konfession von der Mehrheit der Bevölkerung unterscheiden.
Der Vertrag von Paris, mit dem Rumänien die Minderheitenschutzbestimmungen aufgezwungen werden sollte, änderte nichts an der Stoßrichtung der rumänischen Verfassungen von 1923 und 1938, die das Selbstbestimmungsrecht Rumäniens ebenso wie die Unteilbarkeit des Reiches betonten und wiederum festlegten, dass das Gebiet Rumäniens nicht mit der Bevölkerung fremden Staates kolonialisiert werden dürfe. Die auferlegten Minderheitenschutzklauseln galten dem Staat als diskriminierende Beeinträchtigungen seiner nationalen Souveränität. Besonders empörte man sich, dass diese Bestimmungen nicht nur auf die neuen Staaten und die Verlierernationen, sondern auch auf die Siegermacht Rumänien angewandt wurden. Der Ministerpräsident Brătianu wies sofort, ich zitiere ihn, jede Verpflichtung zum Minderheitenschutz rundweg zurück. Eine gesonderte Rechtsstellung für nationale und religiöse Minderheiten würde ihre Loyalität zur Staatsmacht unterminieren. Rumänien sei ein souveräner Staat und könne keine äußeren Bindungen zustimmen, solange es sich nicht um ein universelles, für alle Mitgliedstaaten des Völkerbundes gültiges Prinzip handle. In Rumänien wurde das Grundproblem der Pariser Verträge besonders deutlich. Diese Verträge gaben 60 Millionen Menschen ihren eigenen Nationalstaat, überließen aber ca. 25 Millionen Minderheiten ihrem Schicksal außerhalb eines Nationalstaats. Auch in der Verfassung von 1923 wurden keine die Minderheiten betreffenden Bestimmungen aufgenommen. Ganz allgemein wurde nur von Freiheitsrechten gesprochen, die, ich zitiere, allen Rumänen ohne Unterschied der Rasse, Sprache und Religion gewährleistet wurden. Die im Vertrag von Paris 1919 festgelegten Autonomierechte in kirchlichen und schulischen Angelegenheiten für die Ungarn und Sachsen wurden nicht thematisiert. Alle diese Fragen sollten in weiteren Gesetzen geregelt werden, die jedoch nie erlassen wurden. Die Staatssprache war Rumänisch und der Gebrauch der Minderheitensprache wurde zurückgedrängt. Schriftstücke, die zum Beispiel in deutscher oder ungarischer Sprache bei den Behörden eingereicht wurden, wurden nicht angenommen. Das Personal in der Eisenbahn wurde angewiesen, mit den Reisenden nur Rumänisch zu sprechen und die Post- und Telegrafendirektion erließ eine Verordnung, dass nur Anrufe in rumänischer Sprache eine telefonische Verbindung erhalten sollten. Agrarreformen, Steuerbelastungen und weitere Gesetze stellten das Eigentumsrecht der Minderheiten in Frage und schwächten sie wirtschaftlich. Auch ihre Kirchen und die von der Kirchengemeinden weitgehend finanzierten Bildungsinstitutionen und Kultureinrichtungen der Minderheiten bekamen Probleme. Lehrer- und Theologenausbildungen erfolgten auf Rumänisch. Angehörige der Minderheiten, die die Sprachprüfungen nicht bestanden, wurden aus ihren Ämtern entlassen. Durch Wohnungsrequirierungen und erzwungene Hausverkäufe versuchte man in den Städten Siebenbürgens die Rumanisierung voranzutreiben. Der Mangel an Rechtssicherheit, die zahlreichen Regierungswechsel und die Missstände in der Verwaltung führten dazu, dass die Minderheiten ihre Rechte kaum einklagen konnten. Am schwerwiegendsten war die Lage der Juden, denen die Staatsbürgerschaft weiterhin verweigert wurde und denen es eben nicht gelang, die rechtliche Lage der jüdischen Gemeinden sicherzustellen. Die Eingaben beim Völkerbund und die Dokumentationen des Europäischen Nationalitätenkongresses zeigen ebenso wie die Publikationen und autobiografische Berichte, wie stark die Bedrängnis der Minderheiten im Laufe der Jahre zunahm und wie sie vom Genuss der Menschenrechte ausgeschlossen und gegenüber den Mitgliedern der Mehrheitsgesellschaft benachteiligt wurden. Die Jewish Telegraphic Agency veröffentlichte im Zeitraum von 1923 bis 1941 2400 Artikel zu Rumänien, in denen meist über die zahlreichen antisemitischen Vorfälle berichtet wurde.
Und gegen die diskriminierende Behandlung der Minderheiten in Rumänien wurden in den Jahren 1920 bis 1931 beim Völkerbund 63 Petitionen eingereicht. Die Minderheiten hatten durch ihre Publikationen, die Dokumentationen des Europäischen Nationalitätenkongresses und ihre Beschwerden beim Völkerbund keine Hilfe erreicht, aber das Interesse einer internationalen Öffentlichkeit geweckt. Ungarn und Deutsche konnten vor allem auf die Unterstützung durch die ungarische und die deutsche Regierung zählen. Die jüdische Bevölkerung wurde von der Alliance Israélite Universelle und anderen jüdischen Organisationen unterstützt. Die Klagen der Minderheiten vor dem Völkerbund schädigten den internationalen Ruf Rumäniens nachdrücklich. Dennoch wurden mögliche Minderheitenschutzgesetze bei jedem Regierungswechsel in Rumänien ergebnislos diskutiert. Karol I. sprach sich 1932 noch einmal grundsätzlich gegen ein Minderheitenschutzgesetz aus. Die Minderheiten sollten nicht in ihrem Partikularismus gestärkt werden. Sie seien, so hieß es, Teil des rumänischen Volkskörpers und dürften als solche keine Sonderrechte genießen. Grundrechte wurden so zu Sonderrechten erklärt. Und die Loyalitätsverpflichtungen der Minderheiten wurden in der Verfassung von 1938 nochmals verstärkt. Diese Verfassung verpflichtete alle Staatsbürger darauf, das Vaterland als die wichtigste Grundlage ihres Lebenszweckes anzusehen und sich für seine Unversehrtheit, Unabhängigkeit und Würde zu opfern. Ich komme zum Schluss. Statt eine einheitliche, siebenbürgische Nation mit gleichen Rechten und Freiheiten für die Bewohner zu schaffen, wie Josef II. Geplant hatte, beflügelten diese Maßnahmen den ungarischen, deutschen und rumänischen Nationalismus. Im Spannungsfeld zwischen dem rumänischen Nationalstaat, den Minderheiten in diesen Gebieten und deren jeweiligen pronationalen Staaten und Organisationen versuchten die Minderheiten, Freiheits- und Gleichheitsrechte für sich als Gruppe zu sichern. An einem Teilgebiet Großrumäniens, dem bis 1918 zum Habsburgerreich gehörenden Siebenbürgen, kann verfolgt werden, wie aus dem immer wieder beschworenen Hort der religiösen Toleranz und des friedlichen Nebeneinanders verschiedener Völker ein Gebiet wurde, das im 19. Jahrhundert und in der Zwischenkriegszeit durch extremen Nationalismus und einen virulenten Antisemitismus und Antiziganismus auffiel. Die Erfahrungen der jahrhundertelangen Ausgrenzung und Missachtung, aber auch der exklusiven Herrschaft und Machtausübung, blieben in den Mentalitäten und Erinnerungen der Gesellschaft eingeschrieben. Auch wenn sich die Verhältnisse grundlegend änderten, aus ehemaligen Leibeigenen stolze Mehrheitsstaatsangehörige und aus ehemaligen privilegierten Nationen unterlegene Minderheiten wurden, prägten diese kollektiven Erinnerungen die Ängste und die Ansprüche der einzelnen Bevölkerungsgruppen. Ähnlich wie in den postkolonialen Debatten zeigen sich an diesem Beispiel gravierende Auswirkungen des Ausschlusses, die selbst dann noch weiter wirkten, als die ehemals diskriminierte Bevölkerungsgruppe die nationale Mehrheitsgesellschaft stellte. Dabei wird deutlich, dass die nationale Konzeption von Menschenrechten die Freiheits- und Gleichheitsrechte von Minderheiten durch die Verweigerung kollektiver Rechte schmälerte. Dagegen sind in die Praxis umgesetzte Menschenrechte, wie der Philosoph Georg Lohmann resümiert, als historische Antworten auf besondere Unrechtserfahrungen und Gefährdungen politisch gesetzte, rechtlich gefasste
und moralisch begründbare subjektive Rechte aller Menschen, also auch der Minderheiten. Die Einführung von Freiheits- und Gleichheitsrechten in Rumänien beschränkte die Minderheiten in ihren Freiheits- und Gleichheitsrechten. Das lag letztlich daran, dass viele Staaten wie auch Rumänien Minderheiten nicht schützen, sondern möglichst homogene Nationalstaaten entwickeln wollten. Völkerrechtler haben deshalb nach dem Versagen des Minderheitenschutzes nach dem Ersten Weltkrieg, dann nach dem Zweiten Weltkrieg ganz auf die Menschenrechte gesetzt und die Formulierung expliziter Minderheitenrechte zunächst als unnötig angesehen. Es brauchte dann noch einmal eine Zeit und erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wurde dann 1995 in der Europäischen Rahmenkonvention zum Schutz nationaler Minderheiten die Ausgestaltung von Minderheitenrechten als Menschenrechte vorgenommen. Im Artikel dieser Konvention von 1995 heißt es, ich zitiere, der Schutz nationaler Minderheiten und der Rechte und Freiheiten von Angehörigen dieser Minderheiten ist Bestandteil des internationalen Schutzes der Menschenrechte und stellt als solcher einen Bereich internationaler Zusammenarbeit dar. Zitat Ende. Diese Rahmenkonvention verdeutlicht, dass die nationale Konzeption der Menschenrechte seit der Französischen Revolution die Staaten in Europa prägt und die Verleihung kollektiver Rechte zum Schutz von Minderheiten wohl so lange unentbehrlich bleiben wird, bis die nationalen Ordnungssysteme durch vielleicht neue Gesellschaftsmodelle abgelöst werden. Vielen Dank. Merci beaucoup, Madame la professeure Chazer, pour votre présentation qui nous amène en Roumanie. Nous allons maintenant retourner en Paris pour le commentaire de Valentin Zuber. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à discuter de cette très intéressante contribution extrêmement riche et sur un espace qui, pour moi, est assez lointain. Donc, excusez-moi si mes remarques sont un peu plus générales que la très grande précision avec laquelle Madame Scheiser a présenté ce parcours long depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'en 1995 et peut-être un peu plus loin aussi. Je vais donc essayer de résumer, de redire à ma façon les principales thèses exposées par Madame Scheiser que j'ai trouvées très stimulantes et qui évidemment mériteraient à mon avis une discussion et j'espère le faire en ne les simplifiant pas trop et je suis prête évidemment à reprendre si jamais j'avais mal compris, mais en vous écoutant, encore une fois, je trouvais que ça correspondait à peu près aux questions que je me posais. Donc, dans un premier temps, ce que je tire de votre intervention, encore une fois, extrêmement éclairante. La question du rôle de la philosophie des droits de l'homme dans la constitution des États-nations au XIXe siècle, je trouve que l'angle est évidemment très, très questionnant, très dérangeant, parce que en tant que Française, j'ai l'habitude de penser les droits de l'homme de la fin du XVIIIe siècle plutôt comme une philosophie individualiste et adressée à l'homme et aux citoyens et certainement pas aux groupes et aux minorités. Ce paradoxe que vous présentez, c'est que les droits de l'homme ont été très tôt revendiqués par les patriotes, alors appelons-les roumains, même s'ils ne le sont pas encore, par les patriotes roumains, qui sont sensibles donc aux idées venues de France, voire d'outre-Atlantique, et cela dans le cadre de la construction nationale très longue de ce pays, hein, sur près d'un siècle. Et vous exposez ce modèle un peu mythique finalement, puisque il a été esquissé par Joseph II, mais visiblement il n'a pas été assuré, de cette nation transylvanienne
et qui visait à accorder, selon vous, les mêmes droits et libertés à tous les sujets de l'Empire. Ce modèle, comme vous le soulignez, a été salué et exploité par les élites roumaines dans le long combat de reconnaissance de cette fameuse roumanité en construction. Et lorsque ce pays a été finalement créé dans la deuxième moitié du XIXe siècle, vous le dites, les hommes au pouvoir ont aussitôt dénié les droits égaux aux différents membres des minorités non roumaines existantes, et vous citez parmi ceux-là les Hongrois, les Saxons, les Sicules, mais effectivement surtout les Juifs. Et ce, dans un pays remodelé artificiellement à la suite des bouleversements géopolitiques successifs, à travers la création de l'Empire austro-hongrois 1867 ou le démantèlement de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale. L'autre idée exploitée et présentée par vous est que lorsque l'aspiration aux libertés émane du peuple et de leurs représentants, cela paraît plus efficace et rencontre plus d'écho dans la législation effective que lorsque cette liberté est octroyée par le haut, voire par l'extérieur, par des pays extérieurs aux pays considérés. Et dans le cadre de la construction nationale roumaine progressive, heurtée tout au long des remodelages de l'espace européen au XIXe et XXe siècle, vous soulignez l'interventionnisme des pays leaders européens et vous en concluez que cet interventionnisme a finalement été plutôt contre-productif en matière de droits de l'homme. La sensibilité au sort des minorités dans les nouveaux espaces nationaux n'a pas suffi à rendre effectives les règles imposées aux nouveaux pays européens par le traité de Paris du 9 décembre 1919. Et au contraire, dans un souci d'intégration et d'unification nationale, la politique envers les minorités s'est, semble-t-il, considérablement durcie en Roumanie après la Première Guerre mondiale, et vous le présentez à travers la Constitution de 1923. Vous insistez même, les incitations internationales se sont heurtées à l'affirmation de la souveraineté nationale et du principe d'autodétermination de la nation roumaine par elle-même, et qui, là aussi, ont accentué parallèlement leur politique de, je mets entre guillemets, roumanisation tous azimuts des populations de la Roumanie. Tous les exemples que vous nous présentez sur l'obligation de parler en roumain, l'éducation en roumain, l'administration ne fonctionnement qu'en roumain et la communication aussi. Toute cette politique de roumanisation aboutit finalement à la discrimination des minorités de manière institutionnelle, mais aussi d'exclusion définitive, semble-t-il, des Juifs de toute citoyenneté. Les différents recours auprès des instances internationales, y compris l'ASDN, n'ont pas donné véritablement de résultats avant la Seconde Guerre mondiale, et la qualification, semble-t-il, péjorative de droits spéciaux ou de droits particuliers pour des droits qui apparaissent comme des droits fondamentaux à l'extérieur est le signe d'une politique de plus en plus nationaliste qui se trouve confirmée par la Constitution de 1938. Et la conclusion que vous en tirez, c'est que finalement la conception nationale des droits de l'homme propre à la Roumanie, a finalement abouti à la diminution drastique des droits et des libertés des minorités non roumaines et des juifs dans la Roumanie d'avant-guerre. Et vous le dites en conclusion, le problème n'a finalement été réglé que très tardivement dans l'après-Seconde Guerre mondiale et aussi après la longue parenthèse de la Roumanie communiste par l'adoption par ce pays de la Convention cadre européenne pour la protection des minorités nationales de 1995. Face à ces suggestions et cette analyse extrêmement riche de ce paradoxe finalement des droits de l'homme qui empêche
qui sont empêchés de s'étendre aux minorités, pose quelques questions cependant que je voudrais vous soumettre si vous l'acceptez. Évidemment, quand on parle de droits de l'homme, il s'agit bien des idées de liberté et d'égalité qui émanent de la philosophie libérale des droits de l'homme qui a émergé à la fin du XVIIIe siècle et qui a été mobilisée par les acteurs progressistes tout au long de la période. Mais tout de même, d'un point de vue politique, il me paraît un petit peu difficile malgré tout de faire de Joseph II, certes un monarque éclairé, mais quand même toujours dans la veine de la monarchie absolutiste, il me paraît quand même compliqué de faire de Joseph II l'inventeur des droits de l'homme et de lui faire porter une politique des droits de l'homme avant la lettre, puisque celle-ci, les droits de l'homme, n'apparaissent véritablement à travers des textes que avec la déclaration d'indépendance, la déclaration de la Virginie de 1776, certes, mais comme vous le dites évidemment, à travers la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a eu un retentissement international extrêmement important et qui avait une vocation universelle assumée par les Français. Donc j'ai un petit peu une question sur cette qualification de la politique de tolérance de Joseph II qui me semble être plutôt une politique tout à fait intéressante et moderne et qui transgresse évidemment avec les principes westphaliens faisaient la loi auparavant. Mais bon, voilà, je pense qu'on est encore dans le cadre de Joseph II, dans une politique de tolérance, et une tolérance qui justement n'a pas été appliquée jusqu'au bout, puisque vous dites très, très précisément que Joseph II a dû retirer ses mesures juste avant sa mort. Par ailleurs, il me semble que cette politique de tolérance, elle est d'autant plus nécessaire et à mettre en œuvre pour les monarques absolus éclairés de la fin du XVIIIe siècle que là on est dans le cadre d'un empire et que forcément la population est extrêmement complexe avec une juxtaposition de majorités certes mais aussi d'un très grand nombre de minorités. Et in fine, cette politique de tolérance n'a jamais abouti non plus à des droits égaux garantis aux membres des minorités. Donc ça, c'est une première question historique qui, évidemment, me pose un petit peu des questions. Deuxième point sur lequel j'avais envie de partager avec vous, c'est que de bien rappeler que les droits de l'homme qu'on appelle de la première génération, ou en tout cas les droits de l'homme de la fin du XVIIIe siècle, étaient uniquement des droits civils et politiques attachés donc à la promotion et à la libération de l'individu et du citoyen, et en plus de l'individu mâle et du citoyen de préférence argenté. Donc, ils n'ont jamais été compris comme des droits collectifs, à mon avis, bien au contraire. Et si l'on songe en particulier l'espace dans lequel ils se sont exprimés, la France, qui a une tradition centralisatrice qui est bien antécédente même à la Révolution et au jacobinisme, et qui montre une conception extrêmement verticale du politique, qui s'illustre d'ailleurs à peu près au même moment que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par la loi Le Chapelier qui interdit la constitution de corps intermédiaires entre l'État et les individus et donc qui empêche toute conception de la minorité. Et puis par ailleurs, je vous rappelle qu'en France, l'émancipation des Juifs
s'est faite en 1791, mais ce sont les Juifs en tant qu'individus qui sont émancipés et rien, aucun droit n'est reconnu à la collectivité ou à la communauté juive. C'est explicitement dit par le comte de Clermont-Tonnerre en 1791. Donc, je me demande un peu si cette interprétation de dire que les droits des minorités, parce que les droits des minorités ont été déniés par les élites roumaines et ça s'est durci tout au long de la période, ces droits de l'homme n'ont pas été respectés puisqu'encore une fois, avant le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, enfin avant l'entre-deux-guerres, puis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les droits collectifs n'étaient pas particulièrement prônés par la philosophie des droits de l'homme. Enfin, troisième question que je souhaiterais vous poser, est-ce que vous pourriez préciser, enfin, je vous l'avais dit d'ailleurs dans la conclusion, donc peut-être c'est un peu, mais j'aurais aimé vous entendre peut-être encore préciser ce que vous entendez par droit de l'homme, parce que pendant toute la période que vous étudiez, finalement, les droits de l'homme, à part cette déclaration, mais qui est étrangère, la déclaration française, les droits de l'homme n'ont pas encore été codifiés. Il faut bien attendre 1948 pour qu'il y ait une déclaration universelle des droits de l'homme. La SDN n'a rien produit de tel. Et puis, par ailleurs, cette déclaration, comme vous le savez, n'étant pas contraignante, il a fallu attendre, et vous le citez en fin de parcours, évidemment, des conventions internationales qui deviennent contraignantes et qui obligent les États qui les ont ratifiées. Donc, il me semble que le droit des minorités n'a véritablement été inclus dans le système international et juridique des droits de l'homme que dans un deuxième temps très tardif, et que cela fait écho, très probablement d'ailleurs, et en cela je pense que l'exemple roumain est un exemple très important, que cela a été établi, que cette politique et ces conventions contraignantes ont été votées à la suite des échecs successifs de la Société des Nations à les faire respecter, et vous le montrez très bien qu'en dépit de toutes les pétitions, de toutes les mobilisations, les puissances civilisées, en tout cas les puissances les plus fortes à l'époque, n'arrivent pas à faire respecter dans les États qui sont plus à la périphérie de l'Europe, à faire respecter ces droits des minorités. Et enfin, donc, pour conclure, et en vous remerciant encore pour vos réponses et pour vos précisions, je voulais savoir si vous pouviez aller un tout petit peu au-delà de 1995. Je sais que vous êtes historienne comme moi, donc pas forcément dans l'histoire du temps présent, mais néanmoins, qu'en est-il actuellement dans la Roumanie actuelle, donc après 1995, du droit des minorités hongroises, des minorités tziganes, bien entendu, et d'autres, évidemment, des juifs. Et ma question, elle se résume à ça, est-ce que, parce que je suis tout à fait ignorante, est-ce que ce modèle roumain, post, donc, période communiste, se rapproche plutôt de ses voisins de l'Europe médiane, avec un durcissement vers une démocratie et un nationalisme de plus en plus illibéral, ou bien est-ce qu'elle a plutôt opté pour une gestion plus libérale de cette diversité et de ses droits et libertés au sein de cet État-nation. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie vivement, Madame Zuber, pour ce commentaire qui évoque plusieurs axes d'interprétation qu'il faut encore un peu creuser. Ich will mich bedanken für Ihre Fragen, für Ihre Anregungen und Ihre Kritik, Frau Zuber. Sind sehr interessante Punkte und ich will versuchen, sie einzeln in der Reihenfolge, die Sie gebracht haben, anzusprechen. Sie sagen, Joseph II., ein aufgeklärter, absolutistischer Herrscher, der
sieht ihr nicht so aus, als ob er die Menschenrechte in dieses Gebiet gebracht hätte. Und dazu will ich nochmal ansetzen an eine Arbeit, die ich sehr interessant finde, von Bachmann-Medig, die ja über die Übersetzung der Menschenrechte oder die Übersetzungsprobleme der Menschenrechte gesprochen hat und da feststellt, also kurz gesagt, dass die nicht nur, also die Menschenrechtserklärung nach dem Zweiten Weltkrieg in fast 400 Sprachen übersetzt worden ist, sondern dass man auch sehen kann an diesen Übersetzungen, wie die an lokale und regionale, nationale Rechte angepasst wurde und auch sozusagen beschnitten wurden, je nachdem, wie das aussieht und was man eben übernehmen wollte. Und von dieser Überlegung ausgehend, was Sie dann ja auch als dritte Frage gestellt haben, was sind eigentlich Menschenrechte oder was verstehe ich jetzt unter Menschenrechte, wollte ich nochmal deutlich sagen, mich hat interessiert bei dieser Überlegung Verhältnis Minderheiten, Menschenrechte, wie kommen sozusagen die Menschenrechte in die Welt oder in die verschiedenen Regionen und was sind die Ideen dafür? Und da hatte ich eben auch sehr anregend die Arbeit von Hunt gefunden, die eben im 18. Jahrhundert beginnt, während ja viele Historiker, die sich mit den Menschenrechten beschäftigen, so in den 1940er Jahren eigentlich erst einsetzen. Ja? Und vor diesem Hintergrund hat mich das interessiert und ich fand auch immer sehr überzeugend die Arbeiten, die eben einzelne Personen, einzelne Texte in den Mittelpunkt gestellt haben. Wo kommt eigentlich diese Idee her und wo kommt dann eben, auch wenn Sie so wollen, dieses Talent zum Mitleid im 18. Jahrhundert her? Und in diesem Zusammenhang ist mir eben, wie Herr Finger schon sagte, bei der Rückkehr zu meinem Dissertationsthema aufgefallen, dass Josef II., der sich übrigens selbst als Pionier der Französischen Revolution ansah, also es gibt Äußerungen von ihm, die man auch in den neueren Biografien zu ihm findet, dass er sagte, also das, was da in der Französischen Revolution passiert, das hätte er schon unternommen. Und er macht das in einem Imperium, nicht in einem Nationalstaat, aber ich fand eben interessant, dass er sich diesem nationalstaatlichen Modell anlehnt. Also er spricht von einer siebenbürgischen Nation, die er schaffen will und wo eben Gleichheit und Freiheit in einem begrenzten Rahmen, vor allem meinte er, die religiöse Freiheit, herrschen sollten. Und so würde ich sagen, auch die ganzen Ideen, die dann mit der Französischen Revolution ja dann auch nach Rumänien kamen, die haben in ihm nochmal einen Katalysator gefunden. Ja? Also dass man ihm schon da eine gewisse Rolle zuschreiben kann, wenn er auch kein Revolutionär war, sondern ein Reformer. So viel zu Josef II. Vielleicht. Die zweite Frage, Sie haben gesagt, Gleichheit und Freiheit, das sind ja Menschenrechte, die jetzt in der Forschung als Menschenrechte der ersten Generation bezeichnet werden. Und ich finde dieses Beispiel Siebenbürgen, Rumänien eben auch deshalb so interessant, weil ich denke, diese lineare Erzählung der Entwicklung von Menschenrechten, von nationalen Normierungen hin zu internationalen Kooperationen, wie das zum Beispiel Samuel Moyn gemacht hat, dass das so nicht immer zutrifft, sondern dass man eben auch sehen kann, dass sich diese internationalen und nationalen und aber auch regionalen Bewegungen, Ideen miteinander verschränken können. Also das war sozusagen die Idee, dass Sie sagten ja nochmal, dass die Menschenrechte dieser ersten Generation nur den einzelnen Bürger, also das Individuum, befreien sollten. Das ist sicherlich richtig, aber mich interessiert eben, welche Problematik hat es dann eben auch schon in Frankreich mit sich gebracht? Also Sie sehen ja auch, dass das Individuum, das muss jetzt keiner Minderheit angehören, das Individuum kann zum Beispiel weiblichen Geschlechts sein
oder eben auch die Juden, die Sie genannt haben, dass bestimmten Gruppen dann eben doch nicht diese Gleichheit und Freiheit in dem Maße zugewiesen wird wie einem französischen wohlhabenden Bürger. Und mich interessiert eigentlich eher, wie mit diesem Ausschluss bestimmter Gruppen, also eine Problematik mit in die Geschichte dieser Menschenrechte implementiert wird, die eben eine gleichermaßen gleichberechtigte, freiheitliche Gesellschaft in vielen Regionen und eben nicht nur jetzt in den südosteuropäischen Gebieten schwierig macht. Also das ist quasi eigentlich so, dass ich diese Problematik mit dort reinnehmen will in dieses Konzept Menschenrechte als nationale Normierung, als nationale Konzeption. Ja, und damit komme ich nochmal zum dritten Punkt. Die Menschenrechte, ganz richtig, Freiheit und Gleichheit, das sind individualistische Rechte. Wenn die aber von bestimmten Personen in bestimmten Gebieten in Anspruch genommen werden, dann haben die eben dort ihre Grenzen, wo sie dann zum Beispiel ihre religiösen Gewohnheiten nicht ganz leben können oder wo sie eben auch, was ihre kulturelle und sprachliche Freiheiten betrifft, die sie dann eben doch nicht ganz wahrnehmen können. Und dieses Spannungsverhältnis finde ich eben sehr spannend und ich frage mich eben, was das eben auch für die Zukunft dieser Menschenrechte bedeuten wird. Dann haben Sie noch in einem letzten Punkt nach der Situation von Rumänien heute gefragt. Da ist ja eine Tatsache, dass zwei Minderheiten, über die ich jetzt gesprochen habe, quasi kaum mehr existieren oder nur noch mal grobe Reste davon vorhanden sind. Das sind einmal die Deutschen und zum anderen die Juden, die eben zum großen Teil ja ausgewandert sind. Und Rumänien macht ja bis heute Schlagzeilen, was Antiziganismus betrifft. Auch da, glaube ich, ist das kein einfaches Leben. Und insofern, wenn ich das jetzt einordnen soll, Rumänien, ob das sozusagen, ob das Land auf dem Weg zu den westlichen Werten und eben auch zu dem Einhalten der Menschenrechte ist oder einen anderen Weg gehen wird. Ich denke, sie stehen so an einem Scheidepunkt und man wird sehen, wohin sie sich bewegen werden. Je ne sais pas si vous souhaitez encore réagir, Madame Zuber. Ah, on ne vous entend pas. Oui, merci beaucoup pour vos réponses et évidemment qui complètent parfaitement votre exposé et qui lèvent évidemment un certain nombre de questions que j'avais. Et je voudrais juste terminer parce que cet exemple de la Roumanie, cette création de l'État-nation qui a empêché l'établissement de véritables droits individuels de liberté et d'égalité pour tous et essentiellement les minorités, il me semble que cet exemple peut nous servir aussi à comprendre un certain nombre de réserves et de reculs peut-être dans l'extension et l'acceptabilité de la philosophie des droits de l'homme dans un certain nombre de pays actuellement a priori non européens, mais où le droit des minorités, et là je pense au Moyen-Orient par exemple, reste une question extrêmement importante et où ces minorités n'ont pas la même citoyenneté par exemple, ni les mêmes droits, ni les mêmes libertés que la majorité musulmane, qu'elle soit sunnite en Syrie ou chiite en Iran.
Donc, merci beaucoup de cet exposé extrêmement suggestif et qui montre que des questions qui se posent à la fin du 18e, au milieu du 19e et encore au 21e siècle, continuent de montrer ces différentes tensions que vous avez bien présentées à travers cet exemple transylvanien et roumain. Et je vous remercie beaucoup.